Guten Morgen, liebe Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Konrad-Adenauer-Stiftung Belarus insbesondere, aber auch allgemein. Schön, Sie heute Morgen begrüßen zu dürfen oder je nachdem, von welcher Zeitzone Sie sich zuschalten, auch heute Nachmittag zu unserer mittlerweile schon vorletzten Sitzung in der Serie Coping with Covid. Nachdem wir letztes Mal in der Ukraine gewesen sind und dort angeschaut haben, wie die ukrainische Regierung gehen mit den Folgen der Pandemie, machen wir heute nochmal einen ganz großen Sprung auf die andere Seite des Globus, nämlich nach Japan. Ich freue mich sehr, heute Morgen meine Kollegin Rabea Brauer begrüßen zu dürfen, die das Büro in Japan leitet. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Herzlichen Dank, Jakob. Und herzliche Grüße an alle, die uns zuschauen. Ein Metaziel dieser Serie, das wir hier machen, ist auch die Konrad-Adenauer-Stiftung ein bisschen besser vorzustellen, weil nicht jeder sich genau vorstellen kann, was wir tun. Und die Konrad-Adenauer-Stiftung ist ja auch in den verschiedenen Formen, wie sie auftaucht, auch immer etwas verschieden. Deswegen würdest du uns vielleicht am Anfang kurz ein paar Sätze erzählen, was ihr eigentlich macht in der KAS in Japan. Was sind eure Schwerpunkte? Sehr gerne. Nochmal herzliches Dankeschön für die Einladung, die ich sehr gerne angenommen habe. Wir bekommen, glaube ich, nicht so oft die Möglichkeit, uns in Belarus vorzustellen. Sehr unique, würde ich sagen. Ich sitze zu Hause. Wir sind immer noch gebeten, im Homeoffice zu arbeiten. Aber dazu kommen wir später. Drei Sätze vielleicht zu unserer Arbeit in Japan. Wir haben hier zwei Büros. Das eine beschäftigt sich mit dem Länderportfolio Japan und das andere ist ein Regionalprogramm für sozialpolitische Ordnungspolitik. Wir machen also Wirtschaft, haben einen Wirtschaftsschwerpunkt, arbeiten in allen Ländern Asiens und haben im Rahmen vom SOPAS viele spannende Projekte begonnen, die sich mit Freihandel beschäftigen, die sich mit Womenomics beschäftigen, Enhancing Women, ich bleibe jetzt mal auf Englisch, und auch natürlich mit der Zukunft der Arbeit. Gerade die Pandemie hat uns natürlich zu denken gegeben, wie arbeiten wir zukünftig? Das ist eine Frage, die treibt die Konrad-Adenauer-Stiftung schon sehr lange um. Aber nun, gerade auch in Asien, wo der Technologiemotor brummt, wo die Zukunftsforen erfunden werden, wo die Technologie weit, weit enteilt ist unserem europäischen Standards, ist es eine sehr wichtige Frage, dass wir nach Europa transportieren, wie werden die Arbeitsstrukturen eigentlich aussehen? Und in Japan haben wir da einen ganz spannenden Punkt gefunden. Homeoffice stieß eher so auf taube Ohren, denn es ist eine Kulturfrage, wie viel wert ist eigentlich Arbeit, die zu Hause stattfindet? Und diese Prozesse werden wir hier im Rahmen unseres Regionalprojekts begleiten. Kurz noch zum Länderprogramm. Da gestalten wir den Austausch zwischen Parlamentariern und Politikern. Das ist, glaube ich, unser wichtigstes Mandat, denn Japan ist ein Wertepartner für Deutschland und auch für die EU. Wir haben Handels- und strategische und Wirtschaftsabkommen, die wir gerne unterstützen möchten mit unseren Mitteln. Und es ist uns wichtig, dass wir Fachleute zusammenbringen zu Fragen, die Deutschland und Japan umtreiben. So natürlich Bevölkerungsschwund, Migration, technologischer Fortschritt. Auch da die Frage Zukunft der Arbeit. Was können wir voneinander lernen? Japan blickt auf Deutschland, gerade in den Migrationsfragen. Wie wird eingebürgert? Das ist eine ganz schwierige Frage in Japan. Wir brauchen Arbeitskräfte hier, aber wollen sie nicht wirklich im Land haben? Und auch diese Prozesse werden wir mit unserem Programm hier begleiten. Spannend. Man sieht, es sind doch auch einige Überschneidungen zu dem, was wir machen an Themen und vor allem, wie wir arbeiten. Da sind wir uns, glaube ich, weit, weit relativ ähnlich. Aber doch auch sehr andere Punkte in vielerlei Hinsicht. Spannend. Vielen Dank für diese Einsichten. Kommen wir zum Hauptthema der heutigen Sitzung, Coping with Covid. Zu verstehen, welche Lösungsansätze gewählt worden sind von Regierung und Gesellschaft und auch Wirtschaft, ist es immer wichtig, erstmal sich ein Bild zu verschaffen, was eigentlich in dem jeweiligen Land, um das es geht, heute in Japan los gewesen ist, als die Pandemie ausgebrochen ist. Deswegen wäre ich dir dankbar, wenn du erstmal jetzt zum Einstieg in die inhaltlichen Teile uns kurz darstellen könntest, wie stand Japan da Anfang dieses Jahres? Vielleicht gehe ich mal zu meinen Folien, wenn ich das darf, weil ich habe aufskizziert den Verlauf der Pandemie und das beantwortet, glaube ich, schon einige der Fragen, die oder einige der Diskussionspunkte, die du gesetzt hast. Ja? Dann schalte ich mich mal weg.
und suche meine Folie. So, genau. Also kurz vielleicht zu Japan vorab. Japan ist nach wie vor, trotz aller Unkenrufe, die viertstärkste Wirtschaftsmacht der Welt und die viertstärkste Exportnation, steckt aber in einer Rezession und ist über 200% seines GDPs verschuldet. Ja, es ist aber immer noch die Nummer eins der Most Complex Economy, ein sehr spannendes Ranking, und hat eine positive Handelsbilanz von 60 Milliarden US-Dollar. Die Arbeitslosigkeit steht bei 2,4%. Ein leichtes Plus ist natürlich durch Covid zu erwarten. Problematisch ist für Japan der Bevölkerungsrückgang. Ich habe das vorhin gerade auch erwähnt. Bis 2050 wird Japan wahrscheinlich ein Viertel seiner Einwohner, derzeit Stand 120 Millionen, verlieren. Also als Sachstand, wo wir herkommen, es ist eine gesunde Wirtschaft und natürlich ist sie wie andere Länder auch sehr gebeutelt. Aber wir haben zwar einen pessimistischen Business-Ausblick bekommen jetzt in den Umfragen, aber ich bin mir sehr sicher, dass sich das durch die Japan-eigene Resilienz und durch die Wirtschaftsprogramme, durch die Abenomics-Politik wieder heben wird. Also wir stehen wahrscheinlich etwas besser da als manche andere Länder, die hier bei dir schon vorstellig geworden sind. Fange ich mal an mit der Pandemie als solches. Ja, ein Blick auf die Genese. Möchte ich ganz kurz schon mal einhaken? Du sagtest, ja? Die Japan-eigene Resilienz. Ja. Was meinst du damit? Japan, das weiß jeder, ist eines der Erdbeben, wenn nicht sogar das erdbebenreichste Land der Erde. Japan liegt in Asien und immer wieder kommen alle umfangreichen Pandemien aus Asien und trifft natürlich Ostasien in der Vergangenheit jedenfalls am meisten. Wir hatten die Dreifachkatastrophe 2011. Wir haben am Pazifischen Rim gelegen nicht nur Erdbeben, sondern auch sehr, sehr viele Stürme. Dafür kann auch Südostasien ein Lied singen. Das heißt, die Leute sind darauf eingestellt, Krisen zu meistern. Ja, weil immer irgendetwas kaputt ist und immer die Wirtschaft Schaden nimmt. Und Japan vor der Pandemie hatte bereits umfangreiche Hilfspakete schnüren müssen für die Folgen des Hurricanes Hagibis, der in einer nie dagewesenen Stärke über dieses Land fuhr. Und noch immer ist Japan im Aufbau begriffen von der Dreifachkatastrophe 2011. Ja, also vom Erdbeben, vom Tsunami und von der Kernschmelze. Und durch historische bedingte Vorkommnisse ist Japan auch über all die Jahrhunderte sehr gewachsen an seinen Krisen. Die Lehman-Krise, springe ich wieder ganz in die Moderne, hat Japan auch sehr gut weggesteckt. Wir hatten ein verlorenes Jahrzehnt, aber der Wirtschaftsmotor brummt danach. Es ist eine sehr fleißige Nation, die auch sehr determined ist, ne? Die also immer wieder ihr Land aufbaut und nach vorne blickt und hoffnungsvoll nach vorne blickt. Okay? Das ja, muss man also mitnehmen in die Diskussion auch von Covid. Ne? Mhm. Also ein Blick auf die Genese. Die Genese ist insofern interessant, weil Japan im Vergleich, im internationalen Vergleich, ja sehr wenige Zahlen hat, aber im Inland diese Zahlen ein komplettes politisches Versagen widerspiegeln. Ja, also begonnen hat die Diskussion um Covid in Japan mit dem Andocken des Kreuzfahrtschiffs Diamond Princess im Februar in Yokohama, wo wir 700 Infizierte hatten von 3.711 Passagieren und 14 Toten. Man hat sich sehr über das Handling der Japaner mit den Infizierten geärgert. Es gab also weltweite Regierungsproteste, weil die gesunden Passagiere nicht an Land konnten und gefängnisartig auf diesem Schiff gehalten wurde. Aber Japan hatte natürlich panische Angst, sich die Fälle ins Land zu holen, weil wir standen ja kurz vor der Ausrichtung der Olympischen Spiele in diesem Jahr. Trotz Schiff in Yokohama, was lange Zeit die größte Zahl an Infizierten in Japan ausmachte, hatten wir plötzlich im Februar einen Hotspot in Hokkaido.
Einfach deshalb, weil Hokkaido sehr häufig besucht wird beim Schneefestival von chinesischen Touristen, die das Virus mitgebracht haben. Und es hat sich dort unerkannterweise ausgebreitet. Touristen waren auch schuld, nennen wir es mal so, Ausbreiten des Viruses in Nara und Osaka. Das sind die nächsten roten Punkte. Aber wir sehen anhand der Zahlen, im Februar hatte Japan erst 230 Fälle, im März allerdings schon also knapp 2000 Fälle. Und das sprang dann merklich im April an auf 14.000, lag also daran, dass Japan angefangen hat zu testen. Wir stehen jetzt bei 18.600 Fällen, haben die Pandemie eigentlich im Griff. Ja, die Normalität hat wieder begonnen. Aber gerade heute vermeldet die Zeitung wieder, es sind weit über 100 Infizierte. Das heißt, man muss sich ernsthaft wieder mit Maßnahmen beschäftigen, beziehungsweise auch mit der Frage, rollt die zweite Welle über Japan? Ein Blick auf das tägliche Leben in Tokio, so sehen die vollen U-Bahnen aus, wie man das kennt. Ich erlebe das auch oder habe es bis zur Pandemie jeden Tag genauso erlebt. Es ist dieser Dünenbüchse und natürlich im Falle einer Pandemie, in Tokio wohnen knapp 40 Millionen Menschen, sind solche Züge mit 20 Millionen Passagieren am Tag, also 20 Millionen, ne, und 4 Millionen an Großbahnhöfen, ein wirklich erklärter Hotspot, den es galt, auszudünnen. Im März hat die Bevölkerung sich schon sehr gegen die Ausrichtung der Spiele gewandt, weil wir haben eben das auf der Folie gesehen, die Zahlen im März kontinuierlich stiegen und schlussendlich hat die Regierung dann ausgerufen, die Olympischen Spiele zu verschieben. Ob die 2021, wie hier nett eingekritzelt, stattfinden, sei mal dahingestellt. Ja, also es gibt jetzt schon Länder, die sagen, ohne Impfstoffe werden wir nicht teilnehmen. Und man will sich dieser Entscheidung erst im nächsten Jahr annehmen, was natürlich für alle Organisatoren und Sportler eine lange, lange Unsicherheit bedeutet und auch ein ungewisses. Dann die Zahlen, vielleicht haben Sie die noch im Kopf. Wir sind fünfstellig geworden und schlussendlich am 7. April wurde der Notstand ausgerufen. Premier Abe steht hier im Parlament und gibt bekannt, dass zunächst Tokio, dann das gesamte Land in Telearbeit gehen soll, zu Hause bleiben soll und das Haus eben auch nur in Notfällen zu verlassen hat. Japan hat keine Rechtsgrundlage für die Maßnahmen, die Deutschland zum Beispiel angewandt hat. Na, der Lockdown, der viel diskutiert wurde und durchgeführt wurde. Japan kann rein rechtlich gesehen nur Empfehlungen aussprechen. Denen wurde allerdings natürlich Folge geleistet, weil auch der soziale Druck dann hilft. Ja, wer touristischerweise auf der Straße gesehen wurde, wird dann auch gerne schräg angeschaut. Und wir haben überall die Stay-Home-Schilder gehabt, ob in der Bahn, auf der Straße, ob in den Durchrufen. Der Stadtfunk hat uns dreimal am Tag daran erinnert, dass wir bitte nicht das Haus verlassen und wenn, dann nur, um das Nötigste einzukaufen. Das erste, wie ist es mit der Rechtsgrundlage, wenn ich da kurz auch zurückfragen darf? Ja. Also gibt es keine explizite Genehmigung oder wie ist dem Staat verboten, sowas zu verhängen? Es gibt keine Regelung, die den Menschen verbieten kann, zu Hause zu bleiben. Ja, also das ist verfassungsmäßig und mit den Menschenrechten hier nicht in Einklang zu bringen. Der Staat kann den Bürger nicht vorschreiben, sich von A nach B zu bewegen oder sich eben nicht mehr zu bewegen. Okay. Es soll eine Gesetzesänderung geben, das hat man diskutiert. Nun ist die Pandemie vorüber, vielleicht bei einer zweiten Welle, um da mehr Handhabe zu haben. Es gibt zum Beispiel auch keine Sanktionsmöglichkeiten. Also selbst wenn ich von der Polizei, und das ist ja auch passiert, also nicht bei mir, aber bei Bürgern passiert, dass man sich zu lange draußen aufgehalten hat oder zu touristischen Punkten gegangen ist, wird man schon gefragt, was macht ihr hier, geht nach Hause? Und man sagt, nee, interessiert mich nicht, dann hat die Polizei zum Beispiel keine Sanktionen.
Ja, also anders, wie wir das aus Deutschland gelesen und gehört haben oder aus Europa. Komme ich zurück zum Thema Einkauf, wie wahrscheinlich weltweit das Erste, was vergriffen war und nicht zum ersten Mal in Japan, war das Toilettenpapier bereits im Februar. Die Masken waren noch früher ausverkauft und im Hintergrund sehen wir die Japan-bekannten Vergnügungsviertel in Shinjuku dann doch menschenleer. Das heißt, die Bevölkerung hat sich zum sehr, sehr, sehr großen Teil an die Ausgangssperren gehalten. Hier auch mal kurze Vergleichsbilder, wie die größte Kreuzung der Welt, die bevölkerungsreichste Kreuzung der Welt, an der pro Ampelphase 15.000 Menschen drüber gehen, zu Covid-Zeiten und vor Covid-Zeiten aussah. Also im April, Mai ist die Stadt faktisch leer gefegt. Pro Ampelphase 15.000 ja. Menschen. Eine ganze ja. mittlere Kleinstadt geht. Eine ganze mittlere Kleinstadt, das kann man oben links vielleicht auch sehen, geht über diese 6 Fußgängertrassen. Wahnsinn. Die angedeutet sind. Tokio ist eine sehr, die engste, bewohnste Stadt der Welt, ja. Und natürlich ziehen diese Punkte wie Shinjuku, Shibuya, wo sich die Einkaufszentren ballen, wo das Nachtleben tobt, wo die besten Restaurants sind, natürlich ziehen die jungen und alten Menschen halt an und zuzüglich eben auch die Touristen. Kommen wir zu den Maßnahmen der Regierung. Die erste Maßnahme, die Bevölkerung zu beruhigen, war vom Premierminister Abe die geschickten Masken. Ich zeige die hier auch mal kurz ins Bild. Ich habe sie nicht mal ausgepackt, weil damit begann das PR-Desaster für den Premierminister. Ja, er hat also 2 Masken pro Haushalt ausgegeben. Das reicht natürlich nicht, wenn man Kinder im Haus hat, was ja in vielen Familien hier der Fall ist. Die Bevölkerung hat die Masken verworfen, weil sie aus China kommen, sondern weil sie auch stinken und weil das Material so gar nicht der Qualität entspricht, die man aus Japan kennt, weil sie zu klein sind und natürlich viel zu spät kamen. Ja, also die Masken wurden Ende April ausgeteilt. Bis dahin musste man sich irgendwie selbst behelfen, selber nähen, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen in dieser Zeit auch. Ja. Interessanterweise, man ist ja hier findig, hat man aus der Abenomics-Politik Abenomask-Politik gemacht. Ja, und die Presse, das Internet, die Social Medien stürzten sich auf den Premierminister ein. Und vielleicht können wir da später nochmal zu sprechen. Er ist einer der wenigen Premierminister, die laut Zahlen sehr, sehr vieles richtig gemacht hat, aber in keinster Weise von seinem Handling profitieren kann. Ja, also seine Beliebtheitswerte sind in den Keller gestürzt. Das ist ja wirklich eine totale Ausnahme weltweit, wo er überall die Exekutive, wollen wir meinen, geordnet hat. Ja, fast ja. Überall. Richtig, richtig. Vielleicht können wir nachher nochmal zurückkommen. Was wir jetzt allerorten sehen, sind diese Etiketts, wie man shoppen geht, wie man essen soll, wie man sich auf der Straße verhalten soll, wie Hände gewaschen werden soll, wie man hustet und so weiter und so fort. Und damit ist die gesamte Stadt vollgepflastert und es herrscht so ein gewisser gesellschaftlicher Zwang, all dies zu befolgen. Wir haben also keine Corona-Partys, wir haben keine Zusammenrottungen. Ja, das Leben geht still und in Abstand in Tokio seinen Gang. Was allerdings wieder angeschworen ist, seitdem der Notstand beendet ist, die Menschen sind wieder auf der Straße, die Menschen gehen wieder ins Büro, die Züge sind wieder zu über 90% ausgelastet. Und so sieht es Tokio jeden Tag aus, wenn die Salarymen, und zu denen gehöre an wenigen Tagen der Woche auch ich, wieder in ihrem geregelten Büroleben nachgehen. Maßnahmen der Regierung, kurz dazu, auch wir haben eine App vom Gesundheitsministerium verpasst bekommen. Es sind millionenweite Herunterladungen. Ne? Die App funktioniert aber hier und da und dort nicht. Ich glaube, das haben wir dann irgendwie gemeint. Ne? Sie stürzt dann ab oder zählt nicht richtig oder läuft nicht. Aber die Bevölkerung hier hat weniger Berührungsängste mit der App als
ich es zum Beispiel in der Presse lese, was in Deutschland. Ne? Und Japan hat sich auch dem Wunsch verschrieben und forscht schon sehr lange an einem Impfstoff. Zwei waren aus der Zahl. Jetzt mit Remdesivir ist man ziemlich weit gekommen. Nun hat aber leider die USA sämtliche Bestände für die nächsten Monate ausverkauft. Das muss man mal sehen, wie die Tests weiterlaufen können. Aber Japan ist eine der führenden Nationen, was die Impfstoffentwicklung betrifft. Und ich glaube, damit belasse ich es auch erstmal. Ich habe noch Folien zu den Maßnahmen der Regierung. Jakob, weiß ich nicht, ob wir die gleich mit anschließen wollen. Das kann ich gerne tun. Zu den Lehren und den Wirtschaftspaketen. Okay. Genau, das wären sowieso meine Fragen. Also was hat die Regierung im Detail gemacht? Wenn es in der Präsentation jetzt direkt kommt, perfekt. Ja, genau. Ich muss mich so mal hier zuzuhören. Ich muss mich mal wegschieben. Also auf einer Seite sind von der Regierung abgegeben die Bullet Points, aber vielleicht sage ich noch mal was dazu. Wir haben noch immer einen Einreisestopp für fast 200 Länder. Der EU-Raum ist komplett geschlossen und das bedeutet eben auch, dass meine Familie und ich hier in Japan den Sommer verbringen werden. Das ist jetzt nicht das Schlechteste. Aber leider gibt es sehr, sehr harsche Bestimmungen, die uns erlauben würden, nach Hause zu fliegen und auch wieder reinzukommen, nämlich nur dann, wenn engste Angehörige sterben. Oder man einen Diplomatenpass hat und dann mindestens 2 Wochen in Quarantäne geht. Das heißt also auch, dass alle unsere Maßnahmen tatsächlich, alle unsere Maßnahmen, die nicht Publikationen betreffen, sondern wirklich Networking, Get-togethers, Seminare mit Präsenz, alle auf Eis liegen müssen. Der Einreisestopp hat auch Implikationen für Studenten, denn die kommen auch nicht mehr rein. Die können ihre Semester hier nicht beginnen, es sind Tuitions gezahlt, die Miete muss weitergezahlt werden. Und dafür Lösungen zu finden, daran arbeitet die Regierung. Es bedeutet aber wirklich, viele haben schwere Rucksäcke zu tragen, ne, mit diesen Regelungen. Familien sind auseinandergerissen, ob das japanisch internationale Familien sind oder einfach Japaner, die im Ausland arbeiten. Die haben es auch sehr schwer reinzukommen. Also der Einreisestopp hält zwar das Land gesund und drückt die Zahlen, hat aber, das darf man nicht vergessen, enorme Folgen für all die betroffen sind. Weitere sind Maßnahmen, irgendwelche Länder nicht betroffen davon, weil 200, das ist ja... Ja, das sind so fast alle. Taiwan wird jetzt geöffnet, zum Beispiel. Ja. Vietnam wird geöffnet und Australien, Neuseeland. Das heißt aber nicht, dass es diese Travel-Bubbles gibt für Touristen, sondern tatsächlich nur für Leute, die im Business stecken, die Firmen haben, die also erklärten Grund haben zu fliegen. Aber wir rechnen damit, dass genau für diese Länder, dazu werden sich noch einige dazugesellen. Singapur zählt in Zukunft auch mit dazu, also Asien, überall da, wo man weiß, die Infektion ist unter Kontrolle, es gibt keine steigenden Zahlen, da wird es Korridore geben. Und zwar nicht mehr nur, in Zukunft nicht mehr nur für die Wirtschaftsleute. Japan hat, ich habe das vorhin schon anklingen lassen, die Bevölkerung in die Telearbeit geschickt, und zwar möglichst alle, die können. Das hatte die Folge, dass die Firmen sind ja hier nicht auf Telearbeit ausgerüstet. Das, glaube ich, hat Japan gemein mit vielen Ländern. Und das stellte natürlich die Angestellten vor große Probleme, Laptop selber beschaffen, Internetverbindungen herzustellen. Also nicht nur die Hardware, sondern auch die Software musste gestellt werden. Und nicht nur das als Problem, sondern manche Arbeit kann man einfach nicht mit nach Hause nehmen, da gab es dann Kompensationen. Aber in Japan haben wir das Problem entdeckt, dass es ein kulturelles Problem, kulturelles Hindernis gibt, zu Hause zu arbeiten, weil die Arbeit auch im Kopf, im eigenen Kopf und in der Firma nicht wirklich anerkannt wird. Also da hat Japan noch einen weiten Weg zu gehen. Telearbeit war bis dato, bis vor der Pandemie, ein komplettes Fremdwort. Da hilft uns, da hilft Japan die Pandemie tatsächlich, da ein Umdenken, ein Neudenken anzustoßen, was letztlich auch den vielen Pendlern, man erinnert sich an die Fotos, zugutekommen soll und auch wird.
Also ich alleine, rein netto. Wenn ich 2 Tage Homeoffice mache, gewinne ich einen kompletten Arbeitstag allein an eingesparten Arbeitsweg. Und ich wohne, weiß Gott, nah an der Arbeit. Ja? Also wir haben Leute, die pendeln tatsächlich bis zu 2,5 Stunden pro Strecke. Und da, dass wir da mit Telearbeit noch nicht weiter waren, war ein Riesenfragezeichen für all die Thinktanks, die sich tatsächlich mit der Problematik hier in Japan beschäftigen. Aber ist das eine kulturelle Frage, die irgendwie begründet ist in Tradition, Religion oder was auch immer? Oder ist es einfach eine Frage, dass es nicht als schick gilt? Das ist Präsenz. Man wird gesehen bei der Arbeit. Telearbeit werde ich nicht gesehen. Was ich da mache, ob ich Wäsche wasche oder tatsächlich einen Bericht besser, schneller und umfangreicher schreiben kann, das kann ich ja nicht vorzeigen. Ja, also Arbeit ist Präsenzkultur und in Japan haben wir ohnehin die Kultur, dass man sehr lange auf Arbeit bleibt, sehr lange gesehen wird, weil man dann ja zeigen kann, dass man interessiert ist, dazugehört und auch etwas schafft. Messen wir die Netto-Arbeitsergebnisse, käme ein ganz anderes Bild heraus. Ja, also so jetzt erst langsam beginnen die jungen Generationen sich damit zu beschäftigen, will ich denn bis 22 Uhr im Büro sein? Muss ich dann noch mit meinen Chefs trinken gehen, diese berühmten Nomikais? Oder kann ich nicht einfach auch für meine Familien da sein? Und das wird spannend zu sehen zu sein in den nächsten Jahren. Und ich glaube, die junge Generation hat sich oder freundet sich gerade mit den Freistunden, die ja tatsächlich auch eigene Zeit bedeuten, weniger pendeln, sehr, sehr an. Ne? Also wir werden die Diskussion bei Einstellungsgesprächen sehen und auch ein Umdenken muss in diesen ganz traditionellen Betrieben stattfinden. Also heißt das, dass da die Pandemie tatsächlich einen Kulturwandel gestartet haben könnte oder ihn sogar beschleunigt, genau, wenn er schon da war? Spannend. Genau, gestartet und tatsächlich jetzt auch beschleunigen wird. Ja, und dann hatten wir das, was in vielen Ländern auch gelaufen ist, Schulschließung. Aber auch da, die internationalen Schulen konnten sich wunderbar helfen. Die Schüler haben alle Laptops zu Hause, das hat nicht jedes japanische Schulkind. Auch da mussten die Eltern sehr improvisieren, mussten die Kinder sehr, sehr eng begleiten. Telelernen hat es hier auch noch nie gegeben, ne? Aus gleichen Gründen. Und auch da müssen die Schulen sich mit den Digitalisierungen beschäftigen, Formaten beschäftigen, müssen tatsächlich auch in Hardware investieren. Und die Regierung hat da sehr umfangreich Hilfen zur Seite gestellt, weil man tatsächlich jetzt die Schulen auch fit machen will für folgende Pandemien. Ja. Dann gab es auch diese Forthilfen für Unternehmen. Man hat begonnen, die medizinischen Kapazitäten auszuweiten. Und ich hatte es bereits erwähnt, Forschung am Impfstoff. Thema Subventionen, ein paar Stichpunkte, was die Regierung ihren Unternehmen zur Seite gestellt hat. Also nicht nur die Kreditrückzahlung konnten gestundet werden, die Mehrwertsteuer erst im Dezember erhöht, wurde wieder zurückgesetzt. Rückzahlung der Einkommenssteuer und spannend für alle Bürger in Japan, man bekommt, also auch als registrierter Ausländer, 100.000 Yen, sprich 950 Euro ausgezahlt, um diesen Konjunktureinbruch wieder anzukurbeln. Man soll also das erhaltene Geld wieder ausgeben. Kleinere Unternehmen haben Soforthilfen bekommen. Hast du deins schon bekommen? Nein. Also noch Zeit der Vorfreude, um Pläne zu machen. Wir haben die Vorfreude, genau. Für euren Sommerurlaub in Japan. Ja, ich glaube, das werden wir auch brauchen, obwohl hier stets auch Tourismus unterstützt wird. Also angeblich wird die Hälfte der ausgegebenen Summen an Übernachtung kann zurückgezahlt werden. Aber das sind für uns alles noch Theorien. Es steht alles auf dem Papier, aber ich kann noch nicht von Umsetzungen berichten. Wobei in einzelnen Stadtbezirken die Barauszahlungen schon gelaufen sind. Ja. Aber wir werden zum Beispiel auch die Subventionen im Tourismuszweig testen in den nächsten Sommerwochen. Und dann, wichtiger Punkt für Japan auch, Lohnfortzahlung für Eltern in der Telearbeit. Man hat sich also besonnen, die Familien, die von jetzt auf gleich ihre Kinder zu Hause betreuen mussten oder von jetzt auf gleich in Telearbeit gehen mussten, finanziell zu unterstützen. Und nicht nur finanziell, sondern auch mit extra Betreuungsangeboten für die Kinder. Das gilt natürlich auch insbesondere für systemrelevante Berufe. Ich erinnere mich, dass wir diese Diskussion in Deutschland ebenso hatten. Alles in allem kostet Japan dieses
Konjunkturpaket, das sind zwei an der Zahl, 1,1 Trillionen US-Dollar, der wird mir ganz schwindelig bei diesen Zahlen und das sind 20% vom GDP. Also man nimmt es mit dem Wiederaufbau sehr, sehr ernst. Ne? Trillion im englischen Sinne, also Billionen. Trillionen im englischen Sinne, bei uns wären es Milliarden. Ja? Billionen. Billionen, ja. Okay, genau. Okay, denn im Deutschen Trillionen... Kompliziert. Ich traue Japan viel zu wirtschaftlich, aber Trillionen Euro, meine Güte. Nein, das haben wir nicht. Okay, okay. So, was können wir, Schritt Nummer eins. Was hat Japan für sich gelernt? Ja? Japan ist sehr gut darin, oder die Regierung ist sehr flink und sehr gut darin gewesen, die Shortcomings aufzuzeichnen, zu beschreiben und auch zu finden. Das heißt also, man hat sich eingestanden, man braucht ein neues Monitoring-System für die Fälle. Das war im Anfang sehr behäbig. Ja, wer zählt was? Welche Zahlen gelten? Man hat sich auch auf die Fahne geschrieben, ein verbessertes Testsystem zu entwickeln. Und man möchte die Kapazitäten der Gesundheitsbehörden verstärken. Und all das ist auch schon am Laufen. Man braucht neue Vorsorgemechanismen für Risikofälle. Ja, und wichtiger Punkt ist eine geschmeidigere Grenzkontrolle. Ja, Japan ist aufgrund des kompletten Shutdowns sehr hoher Kritik ausgesetzt. Ja, Taiwan hat das auch gemacht, aber Japan hat ja eine ganz andere Volkswirtschaft, ganz andere Wirtschafts- und Handelsbeziehungen nach außen. Und hat die ganze Business-Community ausgesperrt und das möchte man in Zukunft verbessern, geschmeidiger gestalten, sodass mit umfangreicheren Tests und anderen Quarantänemaßnahmen die Grenzen nicht so lange, arg lange nach so einer Pandemie zu sein müssen. Was wir auch gemerkt haben, es gab keine Masken, das heißt, wir haben zwar alle nach, Japan hat sehr viel nach China exportiert, aber keine selber mehr hergestellt. Das heißt, wir haben einen enormen Shortage und auch das steht in Zukunft auf der Liste, soll besser werden. Ne? Was Japan aus den eigenen Fehlern auch lernen kann, ist die Moderation und Kommunikation. Ja, man hat also die Merkel-Rede hier sehr, sehr hoch gelobt. Ich werde beständig auf sie angesprochen. Warum kann Abe so eine Ruckrede nicht? Warum gelingt es der Regierung nicht, die Bevölkerung so mitzunehmen, aber hat ein Kommunikationsdesaster nicht nur mit den Masken losgetreten, sondern schlichtweg auch mit seinen Instagram-Posts auf der Couch, stay home, aber seine Villa wollte irgendwie keiner sehen. Und man hat sich vorgenommen, auch in der Kommunikation bei neuen Pandemien oder zweiten Wellen zu lernen. Schnellere Tests sollen kommen und es gibt einen Fehlerkatalog, wie zum Beispiel hier angegeben, wo die Regierung einzelne Punkte auch sehr transparent aufgelistet hat und natürlich auch Future Decision gepostet hat, was soll in Zukunft ganz konkret geändert werden. Kurz zurück zu den Lehren für andere aus dem Fall Japan, weil auch das war ja ein Punkt, den du angesprochen hattest. Ich glaube, wie kaum ein anderes Volk gefällt sich Japan darin, Distanz zu anderen zu halten. Die Masken tragen wir, sozialer Druck, eingeschlossen, nicht nur in Pandemiezeiten, sondern schlichtweg über die gesamte Grippesaison in den Zügen. Man trägt auch Handschuhe, man schützt also nicht nur sich, sondern es ist der Gedanke, man schützt die anderen, wenn man spricht, hustet und niest. Japan hat die drei Cs auf die Straße gebracht, verhindere geschlossene Räume, verhindere Massenansammlungen und verhindere Kontakt. Und Japan selber ist ja bekannt für seine gesunde Population. Das mag auch geholfen haben, dass viele, viele der infizierten Fälle sehr leicht verlaufen sind, übergebührlich leicht verlaufen sind und sich viele eben das gar nicht angesteckt haben. Und dann haben wir natürlich noch so etwas wie kulturelle Normen, der Schutz der anderen, der Respekt, den man entgegen den anderen, der Gesellschaft entgegenbringt und natürlich auch die Hilfe, die man leistet. Ja. Das vielleicht als ganz konkrete Punkte, die andere Nationen mitnehmen könnten. Und dazu komme ich dann, glaube ich, zum Schluss, um noch ein bisschen Werbung für uns zu machen. Ich belasse es jetzt erstmal dabei und freue mich auf unsere Diskussion.
Vielen Dank, liebe Rabea, für die Präsentation. Das war sehr spannend. Ich habe schon jetzt eine ganze Menge gelernt über das Land und über die Takeaways. Vielleicht eine Frage erstmal oder nochmal zu der Frage mit Lernen und Lehren. Hat Japan denn auch konkret, du sprachst von Merkel, aber auch sonst darüber hinaus sich Vorbilder genommen und selbst gesucht nach Best Practice und hat es auch selber es geschafft, durch diese Lehren, von denen du jetzt schon sprachst, Vorbild für andere in der Region zu werden? Taiwan ist das viel zitierte Beispiel. Ja, also man ist was erstaunt, dass man Masken in Taiwan an Automaten kaufen konnte. Dass Taiwan schon zu sehr Beginn im Januar die Kapazitäten der Krankenhausbetten hochgefahren hat, Produktionen umstellen konnte auf medizinische Geräte, auf Ausrüstung, auf Equipment, Grenzen geschlossen hat. Und man hat auch schaut auch auf Vietnam, weil Vietnam war das früheste Land, das seine Schüler ins Home Learning geschickt hat. Ja, also man hat schon erkannt, dass es Länder in der Region gab, die wesentlich schneller, konzertierter agiert haben. Und diese Punkte, die Lehren, die man daraus gezogen hat, finden sich auch wieder in den Katalogen, die Regierung für sich selber aufgezeichnet hat, wie man den nächsten Pandemien begegnen möchte. Mhm. Ergeben sich daraus denn geopolitische Folgen für Japan in dieser Nachbarschaft, die ja auch für Japan nicht ganz einfach ist, das Verhältnis zu China, das bekommt man auch mit, wenn man sich nicht explizit für Ostasien interessiert, ist ja ein belastetes immer wieder. Und du sprachst ja eben auch davon, dass es diese negativen Reaktionen gab auf Masken, die dann aus China kamen und man sagte, die stanken und passten nicht und sind minderwertig. Und eben mit Blick auf die geopolitischen Folgen hat es eine Rolle, das Verhalten jetzt der USA und deren Ausbleiben als Krisenmanager. Naja, also die Pandemie, vielleicht mache ich mich mal weg, ja? Warte. Dann können wir uns wieder sehen. Genau. Einfach Screensharing beenden. Genau, jetzt muss ich erstmal zum Zoom. New Share, Stop Share. Okay, gut. So, wieder da. Durch die Pandemie sind keine großen geopolitischen Folgen zu erwarten. Aber es brodelt natürlich ohnehin und die Pandemie hat China sehr genutzt, im Südchinesischen Meer und im Ostchinesischen Meer Präsenzen zu zeigen, die vorher so nicht da waren. Es war also der Deckmantel. Ja. Fangen wir mal bei China an. Es hat die Leute schon gewurmt, dass Japan etliche Container an Equipment und Ausstattung und Geräte nach China als Nachbarschaftshilfe geliefert hat. Das war der gutwillige Retour-Container, den Japan auch erhalten hat in 2011. Ja. Und man wollte natürlich aus guter Nachbarschaftshilfe, die Beziehungen standen eigentlich wieder unter einem guten Stern. Es war ein Staatsbesuch angekündigt von Xi Jinping in Japan. Man wollte da eben auch was zurückgeben. Aber all das, was man, als man wieder Hilfe brauchte, von China bekam, war dann eben von minderer Qualität. Und ich glaube, das trifft sehr viele Länder auch in dieser Region und global, dass wir diese Kritikpunkte hatten, dass also Billigmaterial geschickt wurde. Und da hat sich die Bevölkerung natürlich ihre alten Ressentiments erinnert und gesagt, Moment mal, ne? Das ist nicht die denn, Nachbarschaftshilfe, die wir wollten. Ja. Und gleichzeitig werden Zerstörer im Ostchinesischen Meer gesehen, chinesische Zerstörer im Ostchinesischen Meer gesehen. Das hebt natürlich nicht nur die Augenbrauen. Und dazu kommt, dass der Partner USA, den du eben auch angesprochen hast, derzeit etwas unzuverlässiger ist als sonst, aber immer noch der wichtigste Partner. Und Japan deshalb natürlich in die Region schaut, wer ist da noch? Die Quad, die Free and Open Indo-Pacific-Strategien haben ja Partner hervorgezaubert. Das ist Australien und Indien zum Beispiel. Man schaut nach Europa. Man will sehr stärker auch nach Europa schauen zukünftig. Aber die Lage hier, die sicherheitspolitische Lage, ist sehr, sehr volatil. Pandemie hin oder her. Ja? Und es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen, aus Think Tanks heraus, aus Politikern,
Geht Zivilgesellschaft, also gab es da Aktionen, selbstständig organisierter Hilfe oder eben auch Initiativen, mit diesen Folgen umzugehen. Wenn man breiter mal auch die Wirtschaft dazu zieht, gab es aus der Wirtschaft heraus eigene Initiativen. Und dann der zweite Teil dieser Frage, auf den du auch schon eingegangen warst, die Reaktion auf die Maßnahmen der Regierung. Du sagtest also im Prinzip eine gute Politik der Regierung, die aber nicht dadurch quittiert wurde, dass die Zustimmungswerte für den Präsidenten gestiegen sind. Ja, also die Zustimmungswerte gingen am Anfang mit dem Handling der Pandemie in den Keller. Das hatte aber viel mit dem Schiff zu tun und mit der Angst, wann schwappt es über, hat unsere Regierung das im Griff, sind die Tests in place. Und auch damit, dass Japan sich ja oder das Gesundheitssystem sich schlichtweg mal geweigert hat, sofort zu testen, sondern man musste erst 3 Tage Fieber haben und gewisse Symptome, die irgendwie passten. Und das hat den Leuten natürlich nicht gefallen. Wir hatten 84% in einer Umfrage, die auch Angst hatten, kann die Regierung uns hier helfen oder lässt sie uns schlichtweg alleine? Ja. Und das hat ehrlich gesagt nur was mit Kommunikation zu tun und nicht mit den Maßnahmen. Also wir haben im 2-wöchentlichen Modus Pressekonferenzen, Prime Minister in Action Formate gehabt. Wir haben Krisensitzungen natürlich, wie jede andere Regierung auch sie gehabt hat, wo mehr und mehr Pakete beschlossen wurde. Und Abe hat gedacht, er kommt mit seinen Wirtschaftspaketen aus diesem Umfragetief heraus. Aber Geld ist eben nicht alles. Wir sehen hier ganz stark, dass die Begleitung der Pandemie nicht sehr selbstbewusst war seitens der Regierung und seitens des Premierministers. Ja. Was aber zu Buche schlägt, sind natürlich die Soforthilfen, die wirklich bürokratielosen Hilfen für Bedürftige und für gestrauchelte Unternehmen. Das ist alles sehr, sehr früh angelaufen. Zivilgesellschaftliche Aktionen, das ist so eine Sache in Japan. Ne? Also wir haben Zivilgesellschaft, wir haben kein Vereinswesen, wie wir das kennen. Wir haben auch keine politischen Organisationen. Wir haben ein bisschen Friday for Future und wir haben auch Frauenverbände. Aber es ist nicht die Vereins- und Protestnation, wie wir mit Europa zum Beispiel vergleichbar. Man legt hier sehr, sehr viel Vertrauen in den Staat und der wird und muss es auch richten. Aber in Japan sieht man sehr, sehr wenige Demonstrationen, sehr, sehr wenige Kritik an der Regierung und eben auch dementsprechend weniger Selbsthilfegruppen sozusagen. Ne? Man legt das Problem der Regierung in den Schoß und erwartet auch Hilfe. Das heißt aber nicht, dass es keine Nachbarschaftshilfe gegeben hat, dass man sich hier gegenseitig aushilft. Das macht man natürlich schon immer. Also zum Beispiel als der Wirbelsturm Hagibis durchgefegt ist, haben die Nachbarschaften sich organisiert und haben die Ersthilfen in die Hand genommen, den Wiederaufbau bestritten. Das kann Japan ziemlich gut. Ja? Aber wenn es Vorkommnisse sind, die man nicht in der Hand hat, wie zum Beispiel diese Pandemie, wo man sehr wenig auch tun kann, außer dass man Abstand hält und sich an die Regularien hält, dann ist natürlich die Regierung dran. Wie ist denn die Debatte dann derzeit, wenn du sagst, es ist im Prinzip die Pandemie unter Kontrolle mit diesen jetzt etwa 20.000 Fällen, was ja wirklich bei der Größe des Landes nicht sehr, sehr viel ist. Wird denn die Debatte jetzt geführt darüber, eben wie man eine Öffnung, eine Rückkehr in das Alltagsleben eben machen kann, mit der Pandemie zu leben? Also gibt es da aus diesem Bereich vielleicht auch Best Practice? Wie organisiere ich jenseits von eben Telearbeit öffentliches Leben, Wirtschaftsleben, um eben sicher und hygienisch zu sein? Ja, wir sind noch nicht sehr lange aus dem nicht existenten Lockdown, aber aus dem Emergency Status raus.
Seit ungefähr einer Woche sind die Restaurants vollständig erst wieder geöffnet. Und seit ungefähr erst einer Woche geht man wieder regelmäßiger ins Büro. Ne? Das heißt, es gibt, das hat sich noch nicht eingespielt. Was aber sich sehr wohl ganz schnell eingespielt hat, sind die Abstandshalter in den Läden und die Bauten, Umbauten in den Restaurants. Man hat nur noch die Hälfte der Plätze besetzt. Man arbeitet viel mit Plastikfolien und Plastiktrennwänden. Das ist alles sehr hässlich und sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, auch für die abstandsliebenden Japaner. Und da kratzt man sich natürlich schon am Kopf und sagt, braucht es das? Muss das sein? Will ich das die nächsten Jahre? Und auch ganz ehrlich, wir haben jetzt Temperaturen bei 40 Grad. Ich sehe natürlich immer verstohlen, wenn die Leute ihre Maske runterschieben, weil es suppt natürlich im Gesicht. Wir leben hier in einer Waschmaschine, es ist sehr feucht, sehr heiß. Das ist natürlich ein Problem, was in Südostasien ebenso ist. Will man die Maske für immer und ewig tragen, aber man hält sich dran, man hat begriffen, das muss so sein. Wie sich das in den nächsten Monaten in der Bevölkerung auch weiter einspielt, ob es irgendwann mal Renitenzen gibt, das kann ich nicht sagen. Ich befürchte aber nein. Ich denke, wir werden alle sehr diszipliniert das neue, das New Normal, das neue Alltagsleben annehmen. Was natürlich zu Buche schlägt, ist, die Hälfte der Tische heißt auch die Hälfte der Gäste. Die Hälfte der erlaubten Besucher in Aquarien, in Parks, in Museen heißt auch Hälfte der Einnahmen. Und das führt mehr oder minder garantiert zu Verlusten von Restaurants, von kleinen Unternehmen. Museen, genau auch öffentliche Institutionen müssen sich überlegen, spiegeln die Besucherzahlen meine Kosten wider. Und da werden wir, glaube ich, in ein, zwei, drei, in einem Monat, in einem halben Jahr darüber sprechen können, welche finanziellen Auswirkungen all diese Abstandsgebote und Verringerung der Besuchszahlen tatsächlich auch auf die Bücher hat. Und ich vermute, dass das Restaurants sehr schwer sein wird, oder einigen Restaurants sehr schwer sein wird, da zu überleben. Und da gibt es natürlich im Moment sehr viele Hilfen aus diesen Hilfspaketen der Regierung. Aber wie lange werden die laufen? Wie lange kann man sich das leisten? Also es muss sich erst tatsächlich zurechtruckeln. Wir haben noch keine Best-Practice-Beispiele, welchen Businesses gelingt es besonders gut, die Pandemie zu überleben? Welcher Sektor kommt besonders gut bei weg? Das ist zu früh, so etwas zu sagen. Okay. Dankeschön. Ich würde gerne schon einmal unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dazu ermutigen, wenn Sie Fragen haben, diese schriftlich an uns zu stellen. Wenn Sie auf Facebook uns zugucken, dann bitte in die Kommentarfunktion. Wenn Sie auf Zoom mit dabei sind, bitte gerne auch in den Chat oder über die Q&A-Funktion. Wir haben noch etwa 10 Minuten, auch für Ihre Fragen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diese Frage mit der Beliebtheit des Präsidenten. Wir haben ja, wie gesagt, in den allermeisten Ländern der Welt, in Deutschland ganz stark beispielsweise gesehen, dass es eben für die Exekutive große Zustimmungswerte gab in der ganzen ersten Zeit und das bis jetzt anhält. Die CDU sagte mal, jemand hätte dadurch, es wäre ein Geschenk des Himmels gewesen, was natürlich zynisch ist. Es war auch ein politischer Kommentator, niemand aus der CDU selbst. Also das plus 10% in den Umfragen beispielsweise. Und trotzdem erleben wir jetzt, dass ja gerade, wenn es um die Ausgestaltung geht, um die Rückkehr ins Alltagsleben, um die Hilfspakete, um die Generationengerechtigkeit, die ja bei diesen Milliardensummen immer auch eine Frage spielt, dass die Parteipolitik doch in einem großen Maße wieder zurück ist. Ich habe gesehen, Japan hat die nächsten General Elections erst Ende nächsten Jahres. Das heißt, es ist noch eine gewisse Zeit bis dahin zu bestreiten, aber auch nicht mehr völlig weit weg. Spiegelt sich das denn wieder, dass der Präsident der Premierminister in den Umfragen so Zustimmung verloren hat? Nutzen das andere und gehen in die Bresche und kritisieren ihn dafür? Also hat das parteipolitische Folgen schon, dieses Krisenmanagement? Also er hat zum einen Glück, dass die Oppositionspartei sehr schwach ist und kein Regierungswechsel in Sicht ist. Aber es geht um ihn ja auch persönlich. Ne? Abe hatte sehr, sehr viele Prestigeprojekte. Zwei davon sind noch übrig. Das eine ist Olympia, das andere die Verfassungsänderung. Ja, Olympia kommt ja nächstes Jahr. Das wird ja sogar eher vor den Wahlen. Ja, genau. Aber
Ich lese, höre, dass eine Snap Election in diesem Jahr im Herbst stattfinden soll. Ja, das ist die ähnliche Debatte, die wir hatten auch, dass wir im Herbst nach Neubesetzung des CDU-Vorsitzes und so weiter wählen lassen. Ob das jetzt parteipolitisch klug ist oder nicht, steht mir gar nicht an, das zu werten. Ich fände, in einem Jahr hätte er noch Zeit, A, die Olympiade hinter sich zu bringen und B, tatsächlich noch an seiner Legacy zu arbeiten. Würde er sich jetzt zur Wahl stellen, wäre das sicherlich nicht günstig. Aber er leidet bereits unter der Nachfolgerfrage. Es haben sich drei mächtige LDP-Politiker in Stellung gebracht. Einmal der Außenminister, einmal der Verteidigungsminister und einmal der Kanzleramtsminister, wenn man so will, umgebrochen der Kanzleramtsminister. Das an den Figuren kommt er nicht mehr vorbei. Und als Abes Beliebtheitswerte sehr, sehr gut war nach der letzten Wahl, nach seinem sehr starken Kabinett, hat man schon gehofft, dass er durch eine Änderung der Regularien innerhalb der LDP als Generalsekretär dafür nur zwei Perioden, das hätte er ändern müssen. Dann hätte er auch wieder Premierminister werden können. Man hat sich also eigentlich gewünscht, dass er bleibt, weil er kann mit Trump, er kann mit Xi Jinping, er hat eine gewisse Öffnungspolitik zu China, sehr vorsichtig, sehr klug gefahren. Er hat Trump nicht nur einen Golfschläger geschenkt, sondern ist regelmäßig mit ihm in Kontakt als einer der wenigen Regierungschefs weltweit, muss man ja sagen. Wer wem wie viel sagen kann, steht auf einem anderen Blatt, aber die beiden sind im Gespräch. Wir haben die Nordkorea-Krise. Das heißt, alles hat wirklich dafür gesprochen, dass er der starke Mann im Amt ist und das auch bitte bleiben soll, weil er auch außenpolitisch Japan zu ganz neuen Sphären und Höhen geführt hat. Ne? Jetzt ist er parteipolitisch sehr umstritten, weil sein Kabinett ihm auseinanderfällt. Er hat einfach zu viele Korruptionsfälle. Dafür kann er nichts, aber er trägt die politische Verantwortung. Das heißt, es ist schlecht gewählt, schlecht moderiert, auch da wieder. Und es hat wieder Diskussionen oder es hat die Tore geöffnet zu den alten Diskussionen, wie klientelbehaftet ist diese Partei. Ja, es ist also eine Elitenpartei, es sind immer nur Familien, die zum Zug kommen. Wo ist der junge Neue? Wo ist der junge neue Name? Ja, und all das hat natürlich in dieser Pandemie Fahrt aufgenommen, ja, zuzüglich zu seinen PR-Desastern und bringt ihn jetzt einfach in den Keller, wo er so schnell gar nicht mehr rauskommt. Ja. Und insofern bleibt abzuwarten, ob der LDP die Wahl, der Regierungspartei würden die Wahlen wahrscheinlich helfen, ihm nicht. Er wäre dann schlichtweg weg, denn ich glaube nicht, dass er mit diesen hohen Werten nochmal gewählt werden könnte. Ja. Also bleibt ein Fragezeichen dabei, ob es dieses Jahr die Snap-Elections gibt. Aber das ist ja auch spannend, dass auch da die Situation der Deutschen doch vergleichbar ist mit drei Herausforderungen, drei Herausforderungen. Wahlen Ende nächsten Jahres. Man blickt auf Merkel und mag sie ja sowieso, ja, aber man fragt sich schon, also ich war jetzt auch dieser Tage im LDP-Headquarter und habe mit der internationalen Abteilung gesprochen und da ist ganz, ganz tiefe Bewunderung für ihr Handling der Pandemie und man weiß eben auch, warum man das in Japan nicht kann, aber kurioserweise sind die Lehren, die man da zieht, ganz andere. Man sagt, Frauen können es halt besser. Gouverneurin Keupe kann es in Tokio besser und wir sehen Arden in Neuseeland, die kann es besser. Wir haben in den skandinavischen Staaten ein gutes Covid-Handling gehabt und wir haben natürlich Merkel. Das heißt, hier ist sie auch im Blick. Danke dafür. Da ist sie. Man sagt, in Pandemiezeiten sind Frauen natürlicherweise die besseren Managerinnen. Ich fand das eine ganz interessante Aussage und die ist sogar sehr stimmig. Auf der anderen Seite wurde mir mitgegeben, in Zeiten von ökonomischen Schwankungen und Problemen seien Männer dann doch besser. Aber das ist ja extrem spannend, dass es also diesen doppelten Kulturwandel gibt oder die Beschleunigung. Also dass dadurch die Frauenfrage komplett neu besprochen wird. Und eben die Frage, wie wollen und können wir eigentlich miteinander arbeiten und leben? Was ist der Wert von Familie? Also das ist ja, ich glaube, wir haben selten gehört in einer unserer Runden, dass so viel durch diese Krise in Bewegung gekommen ist an Dingen, die nachhaltig das Land verändern können. Wahnsinn, allein dafür hat es sich sehr, sehr gelohnt. Ich hätte eine letzte Frage. Oh Mann, ich sehe im Chat ist eine. Ja, ja,
Hier ist eine spannende Frage. Ja. Da kann ich gleich unseren Podcast empfehlen. Hat sie nicht jeder lesen können, deswegen lese ich sie einmal kurz vor. In Medien war die Information, dass viele Großstadteinwohner in Japan aus der Erfahrung mit der Pandemie beschlossen haben, aufs Land umzuziehen. Ob das wirklich so stimmt? Ja, das, ob das sich so auswirken wird, wissen wir noch nicht. Aber eine Umfrage hat ergeben, dass man Tokio einfach als Hotspot, als Enge auch zu gefährlich hält. Und man sowieso in Tokio sehr, sehr eingeschränkt ist. Nun muss man unterscheiden. Aufs Land ziehen heißt einfach nur noch mal 2 Stunden weiter von Tokio weg, weil in Osaka, in der Kansai-Region und in Tokio konzentrieren sich die Jobs. Japan ist abseits dieser beiden Regionen und abseits der touristischen Regionen, gibt ein sehr eher traurigeres Bild ab. Wir haben sehr viel Wegzug, wir haben keine Schulen mehr, wir haben keine Infrastruktur mehr. Es wäre sehr schön, wenn sich die Randgebiete tatsächlich wieder entwickeln würden oder wenn man auch neue Regionen für sich entdeckt. Japan hat sehr tolle Präfekturen, es ist auch, die auch alle sehr viel hergeben, was man zum Lebensunterhalt eben auch braucht, ob es Neuaufbau im Tourismussektor ist, ob es neue Industrien sind, ob es Landwirtschaft ist. Es wäre sehr schön zu sehen, wenn es tatsächlich da eine Rückbesinnung gibt und die Räume rückzubesiedeln. Ich sehe das nicht. Ich glaube, was hier diskutiert würde, ist dieses noch weiter rausziehen aus Tokio, damit man an der Nadel sozusagen bleibt, an der Nabelschnur, sich aber auch abseits, also die in den Speckgürtel reinzieht, nutzen kann von der Metropole, sich aber auf dem Land außerhalb der Enge und außerhalb der beengten Wohnverhältnisse sich ein neues Leben aufbauen kann. Ich finde, das war eine sehr, sehr spannende Erhebung. Wir haben die auch in unserem Podcast behandelt. Mein Kollege Naoki Takeuchi war das. Wenn sich das bestätigt, heißt das für Japan tatsächlich auch Zukunft für die jungen Paare, die dann wieder Kinder bekommen können, aus diesen beengten Verhältnissen heraus sind, sich neue Strukturen, neue Arbeitsstrukturen aufbauen können, tatsächlich auch mehr Start-ups sich herausbilden können. Das würde eine ganz anderes Zukunftsszenario für Japan bedeuten, als das, was wir tatsächlich jetzt haben mit den harschen Zahlen des Niedergangs der Einwohnerzahlen. Ne? Also ein ganz toller, spannender Trend, der sich da vielleicht etabliert. Ja, wenn das sustainable ist, können wir nur hoffen, dass viele Familien folgen. Und das würde Japan auch diversifizieren. Und würde auch natürlich die Fragen nach Migration, Akzeptanz, Integration auf eine ganz andere Weise beantworten können. Auch das spannend wiederum im Vergleich zu den Themen und Problemen in Deutschland. Japan ist ja, glaube ich, weltweit von den Ländern, was die Fläche angeht, das am nächsten an Deutschland liegen, wenn ich das richtig sehe. Also ein bisschen größer, aber fast identisch, nur eben als Insel und nicht umgeben von Freunden in Europa. Eine allerletzte Frage, weil uns auch Leute zugucken aus dem NGO-Bereich und aus Thinktanks. Was habt ihr für praktische Konsequenzen gezogen für eure eigene Arbeit als Konrad-Adenauer-Stiftung? Du sagtest eben schon Podcast, ihr habt ja Videos, auch die man sehen kann, die wir uns auch schon angeguckt haben. Du sagst, es gibt eben nichts mehr in internationaler Kooperation an Reisen, was uns ja alle betrifft. Was sind eure vielleicht 3 besten Takeaways für die praktische operative Arbeit? Also wir haben im Regionalprojekt, glaube ich, die besten Takeaways oder den besten Lernprozess durchgemacht. Wir haben gemerkt, man kann sich zusammenbringen in Netzwerken, ohne sich zu sehen. Das geht natürlich nur, wenn man sich auf einer Themenebene trifft oder sich vorher schon gekannt hat. Aber es ist uns gelungen, all diese Projekte über Publikationen, über Webinare, über Zoom, über die Teletools tatsächlich auch zu starten. Wir sind in der Lage, über all diese neuen digitalen Formate auch die Arbeit in den Ländern, in den Zielländern, Projektländern ganz eng zu begleiten. Und das war für uns eine spannende Erkenntnis, dass man sich da eben gar nicht sehen muss, also persönlich. Wir haben auch gemerkt, dass wir viel mehr Followers finden mit unseren neuen Instagram- und YouTube-Kanäle, die gar nicht so viel Arbeit waren, ja, die aber für die man sich ja nie Zeit genommen hat und für die es auch nie wirklich Themen gab. Ja, allein unsere Interviewserie
die wir mit einzelnen Experten aus der Region machen, die hätte ich nie gestartet. Und nicht nur, dass man eine andere Arbeitszeit jetzt hat, tatsächlich auch mehr Luft, weil der Reisezirkus weg ist. Wir sind viel innovativer geworden. Das also als zweites Takeaway. Ja? Also mehr Zeit bringt mehr Innovation. Und man muss sich für unsere Arbeit tatsächlich wirklich fragen, braucht es diesen ganzen Reisetourismus wirklich noch, wenn wir so viel bessere Publikationen, so viel bessere Formate auf diesen Weg bringen können, diese Snapshots, diese kleinen Summaries unserer Blogs und so weiter und so fort. Also wir werden ganz anders gesehen. Was im ganz starken Kontrast zu unserem Länderprogramm und unserem eigentlichen Austauschprogramm steht, das ist ein Dialogprogramm. Wir wollen Japan und Deutschland enger zusammenbringen. Und ein Parteiendialog über Zoom ist tatsächlich nicht möglich. Da braucht es wirklich die persönliche Begegnung, damit dieses Netzwerk hält. Und das gelingt uns in diesen Zeiten nicht. Und da bricht uns natürlich ganz auf der anderen Seite ein ganz wichtiger Pfeiler weg, von dem wir in der Tat noch nicht wissen, wie wir ihn kompensieren sollen. Ja? Aber ich muss sagen, die Qualität an der Output der Thinktanks, und wir verfolgen uns ja alle irgendwie, den finde ich seit März enorm, den empfinde ich als qualitätsvoll und den finde ich auch ganz anders nutzbar für unsere Arbeit. Und auch da hat die Pandemie, glaube ich, vorauseilend viel für uns getan. Ja. Super. Das, was du eben sagtest als Takeaway, wenn man sich schon gekannt hat vorher, dann funktionieren Online-Programme wesentlich besser. Das darf ich, glaube ich, verraten. War auch gestern bei unserer Mitarbeiterkonferenz der Büroleiterinnen und Büroleiter in Europa eins der großen Takeaways. Und ich glaube, daran werden auch wir in Zukunft weiterarbeiten, den Reisezirkus zu reduzieren. Falls trotzdem in einer hoffentlich nicht so fernen Zukunft nach der Öffnung wieder du einen Reisezirkus veranstalten solltest und mal Besuch brauchst vom Team der Cast Belarus, sag bitte Bescheid. Das klang alles so spannend, macht große Lust, auch mal irgendwann nach Japan zu kommen. Damit sind wir durch für heute. Liebe Rabea Brauer, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir diese Zeit für uns genommen hast heute Morgen und die Präsentation vorbereitet hast, die man sich hinterher auch nochmal gerne angucken kann. Wir haben das aufgenommen, wir waren live auf Facebook und werden das Video wie immer einstellen. Wir haben allerdings vergessen, ich habe vergessen am Anfang, dass wir eigentlich ein kurzes Intro-Video zeigen wollten. Das zeigen wir jetzt einfach als Outro-Video. Okay, super. Wenn die Kollegin bereit ist, es zu starten. Sehr schön. So, Outro-Video. Das war's für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank auch nochmal an dich, an unsere Zuschauer und an den Übersetzer, Herrn Belski, der es wieder ermöglicht hat, dass wir auf Deutsch sprechen, aber auf Russisch zugehört werden konnte. Auch vielen Dank ans Team. Ich würde dich noch kurz bitten, Rabea, wenn du noch ein paar Minuten hast, da zu bleiben. Aber von allen anderen verabschieden wir uns. Passen Sie auf sich auf. Alles Gute. Schöne Grüße aus Vilnius und aus Japan. Tokio. Okay. Alles Danke. Gut.